Moin Leute, ich muss mir mal eben wieder eine Piep anzünden. Es gibt nämlich Aufregungsbedarf. Ja, und zwar, wir wollen das wieder kurz und knackig halten. Nehmt mal an, ihr seid Mitglied in einem Kaninchenzüchterverein. Ja, oder was weiß ich, ihr züchtet Möpse oder sonst irgendwas. Ne? Oder ihr seid, ja, denkt euch irgendeinen Verein aus. So. Da findet jedes Jahr die Mitgliederversammlung statt. Also dieser Verein hat einen Vorstand, hat, was weiß ich, einen Kassenwart und all so ein Kram. Ne? So. Da findet eine Mitgliederversammlung statt. Ne? Das Vereinsjahr schließt dann ab und ein neues Vereinsjahr beginnt. Vielleicht wird auch noch der Vorstand neu gewählt oder auch nicht. Ja, so. Und da gehört es zum Prozedere dazu, dass der Vorstand über das abgelaufene Wirtschaftsjahr Rechenschaft abgeben muss. Abgeben muss. Ne? So. Und wenn alle Mitglieder das abnicken oder Daumen hoch geben, dann wird der Vorstand entlastet. Ne, da wird darüber abgestimmt, ob der Vorstand entlastet wird. Ja? Ja. Ich mache mal eben kurz. Ich muss hier. Ist hier alles nicht profimäßig. Was bedeutet Entlastung des Vorstandes für den Verein? Beschließt eine Mitgliederversammlung seinen Vorstand bzw. die einzelnen Vorstandsmitglieder zu entlasten, so verzichtet der Verein, also ihr alle da, auf bestehende Schadensersatzansprüche. Beispielsweise, wenn unsachgemäß gehandelt oder Gelder falsch, Moment, Gelder falsch verwendet wurden. Ja? Könnt ihr gucken, wenn ihr Vereinsrecht Entlastung googelt. So, wollen wir aber gar nicht drauf raus. Ich will darauf raus. Wir haben ja jetzt, und ich weigere mich jetzt, die Begriffe nicht mehr beim Namen zu nennen. Wir haben ja diese Corona-Krise hinter uns. Diese Krise, die uns aufgedrückt wurde, ja, und zwar maßgeblich beeinflusst vom RKI, Robert-Koch-Institut, ja, unter seinen beiden Führern Drosten und Wieler. By the way, wo sind die eigentlich jetzt? Wo sind die jetzt? Die haben uns diese Maßnahmen wärmstens ans Herz gelegt, beziehungsweise anbefohlen. Ja? Wo sind die? Ja? Wo ist ihre Verantwortungsübernahme? Wo ist die Begleitung? Wo ist ihre Begleitung aus dieser von Ihnen maßgeblich betriebenen Panik heraus? Wo ist die Begleitung der Bevölkerung aus dieser Panik heraus? Ja? Sie haben uns reingeführt, aber sie weigern sich, uns wieder rauszuführen. Ja? Ich höre jedenfalls nichts davon. Ich lese nichts davon. Ja? Sie haben sich still und heimlich
irgendwohin verzogen. Und Leute, das darf doch nicht durchgehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja? Wir haben hier fast 3 Jahre lang gelitten unter der Knute, die sie uns auferlegt haben. Ja? Diese Maßnahmen dürfen nie hinterfragt werden. Ja? Könnt ihr überall sehen. Ja? Gibt ja jetzt, Gott sei Dank, verschiedene Portale. Wir vergessen nicht. Ja? Könnt ihr auch mal googeln. Ja? Wo sind sie? Ja? Sie haben uns reingeritten, aber sie versuchen nicht, zumindest ansatzweise Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie dazu beigetragen haben. Und das finde ich schäbig. Das finde ich schäbig unter aller Kanone. Also wirklich schäbig. Ja? Und das muss mal angesprochen werden. Also unter dem Gesichtspunkt Entlastung. Ja? Jeder Karnickelzüchterverein ist einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung aufgerufen, den Vorstand des Vereins zu entlasten. Also ihn freizusprechen davon, dass er unrechtmäßig irgendwie gehandelt hätte. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Vorgang im Vereinsrecht. Ja? Das RKI ist eine Behörde, eine Bundesbehörde, die die Bundesregierung berät. Kann mir mal jemand mitteilen, warum nicht auch für das RKI Gleiches oder Ähnliches gilt, wie für einen gemeinen Karnickelzüchterverein in Hintertupfingen? Kann mir das mal einer erklären? Also, mir erschließt sich das nicht. Da geht es um viel Wichtigeres, als der Rammler XYZ nur jetzt da zu einem Preis verkauft wurde, der nicht so ganz in Ordnung war. Ja? Hier geht es nicht um Rammler, hier geht es um unsere Rechte, um unsere Grundrechte, ja? Die mit Füßen getreten wurden. Ja? Die grundrechtswidrig, grundgesetzwidrig uns aberkannt wurden. Ja? Da sind Polizisten mit 1,5 Meter Stöcken durch die Leute gegangen und haben den Abstand gemessen. Da wurden Rentner von der Parkbank getrieben, weil sie ein Buch gelesen haben. Leute, das ist doch was anderes, als ob der Rammler XY die Rammlerin da irgendwo... Komm, geh weg. Geh fort. Ich reg mich nur wieder auf. Ne? Will nur sagen, da ist einiges im Argen. Da ist sehr viel im Argen. Da haben uns Leute irgendwo reingeritten und sie reiten uns nicht wieder raus. Ja? Sie übernehmen keine Verantwortung. Ja? Und das gehört sich nicht. Das ist unrechtmäßig, das ist schäbig. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. Karl-Heinz, bist du meiner Meinung? Heinzelmann! Karl Heinzelmann! Komm, geh mal laut! Hey, mal laut! Hey, Heinz! Geh mal laut! Kalle! Ja. Geh mal laut! Kalle! Geh mal laut! Kalle, laut! Kalle, hier! Geh mal laut! Ja, da fällt dir auch nichts mehr ein, ne? Hast keine Worte mehr für. Jo, tschüss!